Hallo, da habe ich den neuen Venti Steelab in 8 Quadratmeter und das ist ein extrem guter Leichtwind-Wing und speziell geeignet für Personen oder Fahrer, die nicht so eine sehr gute Pumptechnik haben, weil er sich extrem leicht anpumpen lässt. Und wenn man ihn pumpt, dann ladet er sich richtig gut auf. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, das ist fast so ein Verhalten wie so ein bisschen eine Qualle. Das heißt, man pumpt ihn wirklich extrem leicht, ohne auch eine Pumptechnik für das Foil zu haben, sondern nur für den Wing. Und das macht man jetzt speziell für Leichtwindtage. Traunsee zum Beispiel wäre das das ideale Gerät. Technisch gesehen hat er zusätzlich zwei Struts bekommen, im Unterschied zum Unit. Und die vordere Handle ist länger gemacht worden. Das heißt, ich kann ihn neutral mit einer Hand halten. Das ist ein Riesenvorteil auch. Das wollen auch sehr viele Winger. Ein Punkt ist nur, dass der D-Lab im Vergleich zum normalen ist die Strut vorne, der Durchmesser ein bisschen geringer. Das Gewicht speziell, also als Gesamtes, ist natürlich auch geringer wie beim normalen zum D-Lab. Ventis gibt es in 8 und 7 und das ist jetzt, würde ich sagen, abhängig vom Körpergewicht und vom Revier, für welche Größe man sich entscheidet. Sie sind beide Größen vom Handling sehr angenehm, weil der Wingspan nicht viel größer ist wie bei einem 6er Unit normal zum Beispiel. Das erreicht man dadurch, weil eben die Struts mehr Fläche zulassen und weil die quasi die Länge von der Strut größer ist.